sind hier am Stand der Römhet-Gruppe. Herr Lotz, welche Messeneuheiten erwarten die EMU-Besucher aus dem Produktbereich Spanntechnik? Ja, dieses Jahr möchten wir zum einen sehr schlanke Abschnittselemente vorstellen. Und das sind besonders entwickelte Elemente für schwer zugängliche Werkstückpartien innerhalb einer Spannvorrichtung. Die Besonderheit liegt eigentlich in der Bauform. Das heißt, sie sind sehr schlank im oberen Bereich ausgeführt, sodass man eben auch tiefer liegende Werkstückpartien gut abstützen kann, auch dann, wenn solche Werkstückpartien in der schrägen Lage sich befinden, da damit auch letztendlich Querkräfte vom Element aufgenommen werden. Ja, das ist bisher in der derzeitigen Abstützelemente-Welt, so möchte ich mal sagen, noch nicht existent. Ja, ich möchte eine weitere Neuheit vorstellen, und zwar, wir haben hier sehr kleine Spannelemente entwickelt, die in Verbindung stehen mit einer drahtlosen pneumatischen Positionskontrolle. Somit ist diese Anwendung vor allem in hochautomatisierten Anwendungen geeignet, wo man quasi drahtlos über Funk den Zustand des Spannelementes, ob er jetzt geh- oder entspannt ist, in eine übergeordnete Steuerung übertragen kann. Das Ganze wird häufig auch inzwischen auf Mehrseitenbearbeitungsmaschinen eingesetzt, also 4-Achs-Maschinen oder 5-Achs-Maschinen. Da dort die Zugänglichkeit über Leitung sehr schwierig ist. Da bietet sich die drahtlose Übertragung der Signale bestens an. Herr Hartmann, Messeneuheiten erwarten die EMU-Besucher auch aus dem Bereich der Stark-Nullpunkt-Spannensysteme. Um welche handelt es sich explizit? Ja, wir haben die Produktreihe Speedy Basic erweitert. Es gibt jetzt noch zwei kleinere Systeme, einen Speedy Basic X und einen Speedy Basic Y. Die sind dazu da, um noch kleinere Paletten oder Werkstücke oder Maschinenteile schnell zu wechseln. Und das Nullpunkt genau. Die Systeme werden pneumatisch betätigt. Und wir legen sehr großen Wert auf die Erweiterung des Nullpunktspanns Speedy Classic. Da haben wir jetzt drei Größen in der Ausführung NG, neue Generation und New Generation. Die Systeme haben alle die Möglichkeit, abgefragt zu werden. Und diese Abfragemöglichkeiten, ich zeige Ihnen da drüben, kommen Sie bitte mit. So, und hier können wir im Detail diese Abfragemöglichkeiten vom Speedy Classic NG anschauen. Wir haben hier eine kleine Palette, die setzen wir auf das Spannsystem drauf. Mit dem Schalter können wir spannen. Jetzt ist das System gespannt, da sehen wir mit dem Licht hier. Das Licht sagt aber nur, dass das System drucklos ist und dadurch gespannt ist. Jetzt können wir aber da noch anderes prüfen. Einmal können wir prüfen, ob die Palette anliegt. Wenn wir da drauf drücken, dann wird geschaut, ob bei der Ausblasluft Luft austritt. Wenn das so ist, dann ist die Palette nicht ordentlich gespannt. In dem Fall ist sie ordentlich gespannt, ist alles dicht, die Lampe leuchtet. Dann haben wir eine Spannkontrolle. Das ist eine Sicherheitsabfrage. Durch die Sicherheitsabfrage können wir sicherstellen, dass der Kolben in der Spannposition ist und alles sicher gespannt ist. Grünes Licht, alles gut. Und dann haben wir noch eine Gelöskontrolle. Die brauchen wir, wenn wir die Palette wieder lösen. Wenn hier gelöst wird, die Palette abgenommen werden soll, dann muss auch sicher sein, dass wirklich gelöst ist. Das zeigt die grüne Lampe. Wer nicht gelöst, könnte ein Handling-System, zum Beispiel eine Kollision verursachen und die Maschine steht. Die ganzen Abfragen sind gut, wenn man auf Sicherheit bedacht ist, bei Drehmaschinen, Fräsmaschinen, die schwenken und so weiter, aber auch für die Automatisierung. Und dafür sind wir gerüstet, auch für die Industrie 4.0. Wir verabschieden uns mit spannenden und interessanten Einblicken von der Römhet-Gruppe.